Da kommt aber auch gerade jemand von den Fröschen, ne? Moin! Moin. Dankeschön. Können Sie mir das erklären? Was denn? Oh, falsch rum auf der Autobahn fahren? Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich bin ein bisschen im Stress, wissen Sie. Warum sind Sie denn im Stress? Ja, ich muss die Ladung schnell abliefern. Ich bin ein bisschen Ach im so, Zeitdruck, Sie wissen sind Sie. auch noch, Sie sind auch noch voll beladen und fahren dann mit so einer Geschwindigkeit auf eine falsche Spur auf der Autobahn. Ja, kann man so sein. Wenn ich ehrlich bin schon. Was haben Sie denn geladen? Ja, Eisen. Eisen? Jo, Warum können Sie gerne hinten wo haben reinschauen. Sie das denn abgeholt, wenn Sie Eisen dabei haben? An der Eisenmine. An der Eisenmine haben Sie das abgeholt. Sie arbeiten für die Ballers. Jo. Genau. Machen Sie mir mal auf, bitte. Jo. So, sind Sie da? Ja, reingucken kann ich nur nicht. Ah, jetzt. So. Okay, mach ich die Kiste hier mal auf. Das sieht wirklich aus wie Eisen, ja. Ja. Gut, also Ladungssicherung ist in Ordnung. Da spricht nichts dagegen. Allerdings, Sie müssen halt bedenken, wenn Sie mit so einem LKW um die Kurven preschen, fallen Sie auch mal um, weil sich Ihr Schwerpunkt einfach verlagert, ne? Ja, das ist klar. Geben Das Sie ist mir mal halt gerade, Ihren. weil ich wirklich im Zeitdruck bin, Naja, wissen Sie. Zeitdruck hin oder her. Sie fahren auf der falschen Ja. Spur auf der Autobahn. Damit ist Ihr Führerschein weg. Ja. Das ist halt nicht, ich bin aus Versehen mal in der Einbahnstraße gefahren. Das ist halt Ja, eine, verstehe das ich ist schon. eine verdammte Ja, das ist klar. Autobahn, ne? Da ist im Regelfall der Führerschein weg bis zur Sonnenwende. Ja. Geben Sie mir mal Ihren Führerschein, bitte. Ja, kann ich mal. LKW. Bestenfalls. Das PKW-Führerschein ist habe kein ich. LKW-Führerschein. Ja. Den habe ich aktuell noch nicht, leider. Die haben keinen LKW-Führerschein, richtig? Ja. Auf wen ist denn der Mache ich LKW noch nicht dazu. zugelassen? Scheibe 5, was machen Sie? Weiß ich gar nicht, der ist von der Firma. Weitere Einheit, hab hier einen Fahrer ohne LKW-Führerschein kommen. Ja, Checker, dass Streife 1 überstanden kam. Streife Ich Liste mache mal eine 1. Halteabfrage, geben Sie mir einen Moment. Checken, haben Sie einen Auftrag, Jo, weiß können Sie wieder nicht. machen. Kennzeichen, Lesegerät will nicht, Sekunde. Okay. Jo, okay, nee. Also, den hat die Firma auch Sie angemeldet, sehe ich gerade, das ist schon mal, gut. Haben Sie mir eine Nummer von Ihrem Chef? Weiß gar nicht, ob ich die eingespeichert habe. Naja, irgendwie ein Kontakt, weil sonst lasse ich das Ding ja abschleppen. Ja, die Nummer habe ich leider nicht. Golden Ich glaube, Taxi der ist wünscht gerade einen gar nicht. schönen Der Abend. ist im Feierabend, glaube ich. Okay. Bleiben Sie einfach mal kurz hier stehen, bitte. Ja. Streife 5, Leute, der hört kaum. Ich brauche einen Abschleppwagen für einen LKW an der 87021. Ja. Ja, Ende. Hat leider schon so verstanden. Wie kommt's denn, Sind Sie frei? dass Sie einen LKW dort kriegen, ohne Führerschein entsprechend? Ja, das ist eine gute Frage. Bekam ich einfach so zugestellt. Wir haben Sie ja auch nicht gefragt, ob Sie einen LKW-Führerschein besitzen. Nee, wurde ich nicht gefragt. Und Ihnen war das jetzt erstmal egal, oder was? Ja, ich habe erstmal eigentlich gar nicht dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Mir kam das gar nicht in den Sinn. Ich dachte, das zählt noch zur Autoführerschein, wissen Sie? Aber das sieht doch aus wie ein LKW.
Ja, ist ja schon kleiner, aber feiner LKW. Also das Letzte, Kann man was so sagen, ja. zum Pkw-Führerschein zählt, ist ein Sprinter. Ja. Okay. Haben Sie einen Kollegen, der einen LKW-Führerschein hat und das Fahrzeug hier wegtransportieren kann? Kann mal einen versuchen anzurufen, aber. Warten Sie Ich mal meine, kurz. mir ist der LKW relativ, mir geht es um Ihre Ladung. Ja, das ist. Moin, alles gut? Ja, bist du gerade irgendwo? Die Gelände, ja, weil ich habe hier gerade das Problem, ich wurde von der Polizei angehalten mit einem LKW und ich habe keinen LKW-Führerschein. Jetzt wollte ich dich fragen, ob Das ist schon du einen belastend, hast, ne? weil ich habe eine Ladung voll mit Eisen. Nee, leider noch nicht. Schon belastend, ey. Uff. Okay, ist okay. Dankeschön. Ciao. Er ruft gerade jemanden an, aber er selber leider auch keinen. Okay. Geben Sie mir nochmal Ihren Ausweis, bitte. Ja. Hector Tyler. Okay. Hector Tyler. Na dann. Also Ich erstmal bin noch nicht so lange Ihren Führerschein behalte ich ein, ne? Dann muss Ihnen klar hier. sein. Bis zur Sonnenwende auf jeden Fall. Gibt allerdings nochmal Okay, eine von daher. Strafanzeige. Moin. Nein. So, also erstmal bis zur Sonnenwende, den können Sie dann auf der Dienststelle abholen. Okay. Muss das mal ganz kurz notieren. Mit. Da waren wir zum Verbandskasten da. Das habe ich noch gar nichts überprüft. Oh Mensch. Ich muss mal einen Verbandskasten vorbereiten. Hätte ich mal Habe einen ich leider auch keinen Führerschein, denn das dabei, sowieso, glaube ja. ich. Ich war Also Verbandskasten da. ich hab einen geöffnet, den habe ich vorhin gerade geöffnet. Ja, das akzeptiere ich Hab mal. Wie noch schaut's mit einer Warnweste Bandagen aus? mit. Bitte? Wie schaut's mit einer Warnweste aus? Habe ich Moin, keine. Kinas. Haben Sie nicht? Wohl nee. Autoführerschein? Einen Autoführerschein habe ich, aber Ja, was hat man da jetzt nicht gelernt in der mehr aktuell. Theoriestunde? Ja, eine Warnweste und Verbandskasten gehört dazu. Da Ach haben Sie Mensch, und das recht. ist beim LKW anders, oder wie? Den Führerschein von LKW habe ich noch gar nicht, das ist ja das Problem. Ja gut, das hindert Sie aber in erster Aber Linie nicht daran, eine Warnweste und Verbandskasten mitzunehmen. ja, das ist. Die Herren. Muss ich mich entschuldigen. Gut. Ja, im Endeffekt, ich warte jetzt auf einen Abschlepper, ne? Einfach, dass er nochmal kurz zur Absicherung bleibt, ne? Und hatten Sie ein Glück. Wir haben gerade einen LKW am Drogendealer hops genommen. Leider eine Sekunde zu spät gekommen. Leider 2 Sekunden Echt? zu spät. Wir fahren durch die Hut. Denken uns jetzt beim LKW geht ein Motor an, so laut wie, keine Ahnung, ein Flugzeug, was abstürzt. Einfach fährt ein LKW hinten vor. Und er was ich hier kommt unfassbar mache. gerade vom Frosch-Sumpf da unten, fährt falsch auf der Autobahn. Ich hinterher dachte mir so, yes, Frösche. Hat er einfach Eisen geladen. Aber gut, er hat auch keinen LKW-Führerschein, also hier lohnt hat sich's trotzdem. Auf jeden. Gut, Dann würde also ich jeder jetzt mal die Taschen verpacken wir erstmal. machen jetzt Folgendes. Ihr Kollege, kommt er jetzt den LKW abholen oder wie sieht's damit aus? Ja, der hat gemeint, der ruft mich zurück, aber hat er Also, aktuell ich noch sag's nicht. Ihnen, wenn der Abschlepper da ist, bevor Ihr Kollege da ist, dann Ja, ist dann der ist er LKW weg. weg. Ja? Ja, Dann können Sie aber. den allerhöchstens zusammen mit dem Kollegen dann auslösen. Ne? Sie Ja. dürfen den aber nicht fahren. Wenn Sie den fahren, haben Sie natürlich langfristig eine Führerscheinsperre. Ne? Das muss Ihnen klar Ja, sein. das ist weg da. Aber mein Kollege könnte den dann nicht irgendwie irgendwo auf dem Abschlepphof abholen, oder wie? Natürlich, wenn Sie dabei sind. Mit. Sie müssen dabei sein, dürfen ihn Okay. allerdings nicht fahren. Ne? Ja, der Okay. muss ja erstmal Ja, hier das von kann der man machen. Autobahn weg. Ne? Also Ja, das ist kein Problem. Wenn der Abschlepper das ist jetzt kommt, klar. nimmt er den mit. Sie können den dann gegen die Abschleppgebühr auslösen und können dann ganz normal Ihre Fuhre weiterverarbeiten oder eben verkaufen. Allerdings dürfen Sie nicht Ja. fahren. Ne? Ja. Okay.
Außer sie haben einen LKW-Führerschein, aber dazu. Ja, hat er ja nicht. Hat er jetzt sowieso einen Führerschein in Zug, kann also bis 2 Uhr deutscher Zeit eh keinen mehr machen. Hieß jetzt, oder hat sich bestimmt für ihn sagen, oder dazu könnte er nie wieder fahren. Natürlich können sie wieder fahren, wenn sie natürlich LKW-Führerschein vorzeigen. Nee, das habe ich ihm schon gesagt. Richtig. Aber mit dem Sprinter kann ich noch mit dem PKW-Führerschein, oder wie? Nein, jetzt nicht mehr. Ja, also, bei der Sonnenwende. Heute nach der Sonnenwende, Sprinter ist PKW. Sprinter ist Klasse B, okay. Das ist Klasse C. Okay. Ja? Alles, was aussieht wie ein LKW, ist ein LKW. Ja. Okay, gut, für die Zukunft. Die müssen jetzt auch vor Ort kein Bußgeld bezahlen. Ich schreibe da eine Strafanzeige zu. Da werden wir dann nochmal auf Sie zukommen. Was Sie mir bitte noch geben, wäre mal einmal Ihre Telefonnummer. Jo. Dass wir Sie dann bezüglich Ihrer Aussage nochmal zusätzlich kontaktieren können. Okay. Hört gut zu, da könnt ihr noch was lernen. Das wäre die 021. Ja. Des 8. Ja. Des 5. Ja. 6. 0216 8656. Genau. Das ist eine echte Telefonnummer. Genau. Ja. War das Hector Theile oder Theiler? Theiler. Theiler. Der hinten. Alles klar. Gut, dann habe ich mir das mal notiert. Wunderbar. Theoretisch können Sie gehen. Ja. Ich warte jetzt mal noch, ob der Kollege anruft. Richtig. Und dann. Wie gesagt, ist der Abschlepper schneller, bin ich schneller weg. Ja, das ist, das ist so. Ja. Also ich mache das jetzt folgendermaßen. Aber wenn ich, dass ich. Angerufen? Nö, Leitstelle. Okay, aber nee, wenn ich dich angerufen hat, da ist Eskalation. Also kommt 4 ATWs und sind gekommen zum Gelände hin. Ja, ist ja egal. Ah, jedenfalls, ich schreibe die Strafanzeige. Braucht man ja nicht vor Ort abkassieren. Ich weiß nicht. Kann man einfach Strafanzeige schreiben, ne? Du brauchst es dir erklären. Hier, die können auch ausladen. Ah ja. Also, folgendes. Ich könnte natürlich ja auch vor Ort abkassieren. Nur ich weiß jetzt hier vor Ort nicht aus dem Kopf ganz genau, was jetzt alles vorgefallen ist. Drum nehme ich mir da die Zeit für. Ja? Dass ich das nochmal ganz konkret separat aufschreiben kann, damit auch nichts untergeht. In der Anzeige wird dann vermerkt, dass er eben bis entsprechend 2 Uhr deutscher Zeit keinen Führerschein mehr hat. Der kann dann entsprechend wieder ausgelöst werden hier am PD nach 2 Uhr. Natürlich nur der PKW-Führerschein. Und dann werden wir den Herrn mal kontaktieren. Auf der Fahndungsliste steht er jetzt erstmal drauf. Da packe ich ihn jetzt auch nochmal drauf mit einer Aussage, weil das sowieso dann in Kürze noch relevant wird. Und dann wird er noch seine Aussage abgeben und bei der Aussage wird er dann im Endeffekt dann auch sein Strafmaß wohl dann verkündet bekommen. Es sei denn, das geht noch irgendwie anderweitig vor Gericht, das denke ich aber bei den Straftaten hier nicht. Also wir werden hier ungefähr in dem Bereich von 5.000, 6.000 Dollar sein. Okay. Ja, also fahren auf falscher Fahrbahnseite, rücksichtslose Fahrweise. 5.000. Fahren ohne Führerschein, also 5, 6, 6, 7, 8.000 in etwa sind das. Also Maximalstrafe natürlich, ne? Da kann man ja dann... Operativ ist, wie er jetzt hier so steht. Ist er ja auch, das wird dann auch vermerkt und dann kann das absolut nochmal billiger werden, ne? Ja. Und bezüglich seinem Fahrzeug, das ist randvoll mit Eisenerz. Das bedeutet, das wird jetzt abgeschleppt, es sei denn, sein Kollege kommt schneller mit dem LKW-Führerschein. Na, und das ist natürlich traurig ums Eisenherz. Genau, deswegen wird das abgeschleppt und er kann es aber auch noch vor 2 Uhr deutscher Zeit natürlich abholen, allerdings nur, wenn er in Begleitung von einer Person mit einem LKW-Führerschein ist. Ja. Na, also das bedeutet, er kann dann mit der Person hier weiterarbeiten. Ich denke mal, da wird sich eine Lösung finden lassen und wenn nicht, ist das nun mal nicht unser Bier. Na? Ja, genau. Genau, da müssen wir halt dann auch ganz, ganz knallhart vorgehen. So leid es mir tut, Herr Theiler, aber es tut mir nicht leid. Ja, kann ich auch was lernen hier, ne? Ja, können Sie sich ja, wenn Sie mal wieder einen Führerschein haben, bei der Polizei bewerben. Mensch, das ja, auf jeden Fall. Was denn? Abschlepper da? Oder was? Nee, ich hab gedacht, die andere Abwerbung hier, diese andere so. Themenwechsel hier. Von naja, für die Paulers will ja auch keiner arbeiten. Das ist so korrekt, ja. Ja, die bezahlen gut, ne?
Die bezahlen Sie gut, sollen zahlen, aber ja. die. Ja. Aber. Wie bezahlen die dann? Ja, für so ein Eisen, ja, aktuell. Ich muss mal den Börsenpreis Wie? nachschauen. Nicht auf dem Highway parken. Oi. Alter. Ui. Uff. Ui. Ui. Ach, der hat so ein paar Kopfschmerzen. Ja, es ist ja egal, was die bezahlen, aber sie prüfen halt nicht, ob der Führerschein Ja. vorhanden ist. Das ist halt ein Problem. Wenn das öfter aufkreuzt, dann können wir denen auch die Firma dicht machen, ne? Dann wird da irgendwann mal ein Antrag beim DOJ auf Schließung des Gewerbes eingereicht und dann ist Feierabend. Ja, das ist klar. Er ist nicht die Hundestaffel, Herbert. Hast du Corona oder was ist mit dir? Ich hab eine fucking Allergie. Eine Allergie? Ich habe auch eine Allergie gegen die Ich muss meinen Lilanen, Kopf ja. mal aussaugen, aber ich bin immer zu faul zu. Ah, noch schlimmer ist meine Allergie gegen alles, was grün ist. Ich meine nicht Pollen. Pollen sind weiß. Grün in Bezug auf Pflanze. Oh mein Gott, Herbert. Ja, da oh kommt der Scheiße, wir müssen Schlepper. Rasen mehr holen. Wir müssen Rasen abernten. Der kippt uns den Apropos Kopf. Rasenmäher, ich habe auch keinen. Nicht. Ich habe doch Ich keinen kenne Rasen das. mehr. Also etwas belastend. Ich kenne da eine Firma, die das bestimmt günstig macht. Ja, richtig. Gartenlandschaftsbau frei, habe ich gehört. Ey, Strahlerbau sogar. Aha. Ja, Herr Auch Theiler, eine das war's schon mit dem Firma, LKW. ja. Ja. Aber wie gesagt, Sie können den Rasenbomben. dann auslösen. So, moin. Ja. Moin. Das schön. Erstmal ganz kurz ein Briefing von mir. Ja. Halter des Fahrzeuges registriert ist der Herr Hector Theiler. Der ist auch hier vor Ort. Er hat keinen Führerschein. Okay. Das bedeutet, er kann den LKW dann bei euch auf dem Hof auslösen, allerdings nur nach Vorlage eines gültigen LKW-Scheins durch seinen Kollegen. Alles klar, gebe ich dir Ne, das das ist Geld. wichtig. Ihm nicht rausgeben, es sei denn, er hat jemanden dabei, der einen LKW-Führerschein vorweisen kann. C-Klasse. Alles klar, weiß Alles klar. Bescheid. Ansonsten ein bisschen vorsichtig fahren, das Ding ist randvoll mit Eisen. Okay. Na? Das mache ich mir jetzt nochmal fest. Gudi, wenn Sie möchten, können Sie den auch mitnehmen. Da ist soweit good to go, ne? Alles klar, weiß Bescheid. Alle klar, Wissig auch Bescheid. Dankeschön, ne? Jo. Tschüss. Dann machen wir weiter zur Deutschstelle. Alle Was macht Klärchen. ihr so ein Praktikum? Jo, Herr also. Theiler, sprechen Sie am besten mit dem Mitarbeiter, weil da könnte Sie theoretisch vielleicht gleich mitnehmen. Okay, frage ich mal. Wir melden Gut. uns, ne? Alles Jo. Gute. Machen Sie gut. Tschüss. Ja. Ich danke euch, Ja. Jungs, ne? Keine Ursache. Bis denn. Jury, Tschüss. 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 Ah.